In diesem Video erkläre ich dir, wie du den Abstand messen und zeichnen kannst. So geht's. Deine Aufgabe besteht darin, die Abstandslinie des Punktes P zur Geraden G einzuzeichnen. Dazu musst du wissen, dass der Abstand die kürzeste Entfernung vom Punkt P zur Geraden G ist. Und die kürzeste Entfernung erhältst du eben dann, wenn du eine Senkrechte von P zu G einzeichnest. Die Abstandslinie muss also senkrecht zu G stehen. Im ersten Schritt legst du dein Geodreieck so an, dass die Nulllinie des Geodreiecks auf der Geraden G liegt und die Skalierung des Geodreiecks durch den Punkt P geht, so wie du es hier auf der Folie siehst. Jetzt zeichnest du den Abstand von P zu G ein. Lies auch gleich ab, wie groß der Abstand ist. In unserem Fall ist der Abstand 6,2 cm groß. So schaut es dann aus, wenn du das bis hierher richtig gezeichnet hast. Im dritten Schritt überprüfst du nun, ob die Linien wirklich senkrecht zueinander stehen. Passt die große Ecke des Geodreiecks hier in den Winkel rein? Wenn ja, dann hast du den Abstand richtig eingezeichnet. Viel Spaß beim Üben!